herzlich willkommen. Das ist eine Aufzeichnung einer Radiosendung heute Abend am 15. September 2018 auf OkiTalk und ich nehme das parallel auf Video auf. Ich wünsche viel Freude damit und hoffe, dass das technisch alles klappt. Es geht um das Thema unserer Freiheit, der Bestimmung unseres Lebens, der große Sinn unseres Lebens als Geister der Freiheit. Eines der wichtigsten und spannendsten Themen in unserem Leben überhaupt. Also viel Freude. Viel und ich bin eine One-Woman-Show. Das muss man. Das war ein Kommentar von der Radiomoderatorin. Das ist alles live aufgenommen und es wird alles aufgezeichnet, so wie es live läuft. So, jetzt gehe ich mal rauf und hole uns hinauf zum Sprechen. Mal schauen. Liebe Alda, darf ich dir nur kurz sagen, dass ich das auch aufnehme auf Video, dass du da Bescheid weißt, gell? Ist gut. Okay, gut. Müssen wir ja gleich den Xenbunkert hier, und da geht es Menschen als Geister der Freiheit. Ja, unser Telefon ist freigeschalten, das Festnetztelefon aus Österreich 0043 720 518 19 und die 7. Und der Außenchat ist natürlich auch geöffnet, wie immer. Wenn ihr mitmachen wollt, dann einfach registrieren oben auf der OkiTalk-Seite mit eurem Wunschnamen und einer E-Mail-Adresse und dann habt ihr wirklich eine tolle Plattform, die euch erwartet. Eigene Pinnwand, eigene Webpage, kann man schon bald dazu sagen. Und vieles zu entdecken, Forum, Artikel schreiben, chatten und so weiter. So, und jetzt sehe ich, wir haben es 20 Uhr und jetzt wird es kurz leise und wir starten damit die offizielle Aufnahme. Dann bis gleich. Ja, und ich sage einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, heute am 15. September 2018. Ja, und den haben wir heute auf unserem Programm, den Axel Bunkert. Er war bei uns gewesen am 23. Juni, so wie ich heute mitbekommen habe, und da war auch die Alda von Alvital da. Heute heißt es Menschen als Geister der Freiheit. Wir Menschen als Geister der Freiheit. Im Reigen der Engel, der spirituellen Hintergrund unserer Freiheit. Unsere geistige Freiheit ist viel mehr, als wir ahnen, denn wir sind eingebunden in eine geistige Hierarchie, die auch seit Jahrhunderten im Christentum als die neuen Engelchöre bekannt sind und in der Geisteswissenschaft als geistige Hierarchie genannt wird. Hinter all dem steht ein größer göttlicher Plan, in dem auch wir mit unserer Freiheit eingebunden sind. Erst wenn wir das wirklich verstanden haben, wird unsere eigene Lebensmission in ihren größten Tiefen bewusst. Eine wahrhaft göttliche Mission. Und heute ist die Alda von Alvitalda und sie moderiert heute den Axel Bunkert und ich werde die Musik anspielen und vielleicht mal eine Frage stellen. Und ihr dürft es natürlich auch machen, liebe Zuhörer, hier im Mumble-Server einfach einen Doppelklick dann in den Warteraum machen. Noch ein ganz kurzer Hinweis natürlich, weil das in der Aufnahme natürlich reingehört. Das OkiTalk Medienfestival findet ja statt am 20. und 21. Oktober in Mank. Und unser Motto heißt Leben im neuen Zeitgeist, Transparenz von Energie bis zur Energetik. 30 Referenten mit Vorträgen, Workshops, Ausstellern und Kinderprogramme. Und das im schönen Niederösterreich in der Höhe von Melk. Und das ist 13 Kilometer ungefähr von Melk entfernt, ist Mank. Sehr schöner Ausflugsziel. So, und nun wollen wir die Sendung mal beginnen. Und ich freue mich, guten Abend, Alda. Und wunderschön, dass der Axel Bunkert wieder bei uns ist. Auch zu dir, Axel Bunkert, auch ein Hallo. Alda, das Mikrofon für dich. Danke, lieber Klaus. Wunderschönen guten Abend auch allen Zuhörern und vor allem dir, lieber Axel, dass du wieder Zeit für uns gefunden hast. Und ich möchte da hinzufügen bezüglich Festival, dass Axel Bunkert in doppelter Funktion auch in Mank zugegen ist, und zwar nicht nur als Vortragender, sondern auch als Medienvertreter, denn es ist schon erwähnt worden, Axel Bunkert hat eine eigene Videofernsehreihe
kann man sagen, einen Kanal, ja. Und bei der letzten Sendung mit dir, lieber Axel, hatten wir am Ende ja festgestellt, dass für das Thema Geheimnisse unserer Freiheit eine Sendung einfach nicht annähernd ausreicht, dieses Thema zu beleuchten. Und wie Klaus schon gesagt hat, geht es um folgenden Aspekt der Freiheit, den des Menschen als Geist der Freiheit im Reigen der Engel. Und ich freue mich schon sehr auf die Erklärungen, wie Hierarchie und Engel mit Freiheit zusammenhängen. Und das jetzt, in der uns verkündeten Zeit der Freiheit, von der man de facto noch leider viel zu wenig merken kann. Lieber Axel, das Mikrofon gehört dir, wir freuen uns auf dich. Ja, lieber Alter, einen wunderschönen guten Abend auch und dir, lieber Klaus. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die Freiheit des Menschen aus einer Sicht, die zunächst viel Denken erfordert. Es basierte auf der Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner, einem vielleicht der wichtigsten Werke der Menschheit überhaupt. Er hat ja dieses Werk geschrieben, lange bevor er dann mit seiner Geisteswissenschaft, mit der Anthroposophie, in die Öffentlichkeit trat. Trotzdem ist dieses Werk ein fundamentales Werk. Und heute wird es darum gehen, dass wir uns lösen aus dem Bereich der Philosophie und eintauchen in die spirituelle Wissenschaft, eintauchen in die Geisteswissenschaft, in die Anthroposophie, man sagt auch die Einweihungswissenschaft. Und hier wollen wir diesen Begriff, nicht nur den Begriff, unsere Freiheit neu beleuchten, ihn von einer völlig anderen Seite her erläutern. Und ich kann dazu nur sagen, was ich heute ansprechen will, ist das größte Geheimnis unseres Menschseins. Und ich denke, die Menschen sollten das mehr und mehr hören, worum es wirklich in unserem Leben geht. Was wirklich der Sinn unseres Lebens ist, das große Ziel unseres Lebens. Und das wissen wir aus der Geisteswissenschaft. Früher nannte man das Geheimwissenschaft. Auch Rudolf Steiner hat sein erstes oder zweites großes Werk über die Anthroposophie betitelt Geheimwissenschaft. Das war das erste Buch, was ich kennengelernt habe. Und später hat er uns immer mehr erzählt und berichtet aus der geistigen Welt, wozu wir als Menschen auserkoren sind. Und das führt uns tief hinein, wie gesagt, in die sogenannte geistige Hierarchie, in die Engelwelt. Und nicht nur die Engelwelt, sondern die Welt aller geistigen Wesen, die auch noch weit über den Engeln stehen. Und dass wir Menschen hier einen besonderen Platz haben, wird das Thema von heute Abend sein. Ich möchte beginnen mit einer entscheidenden Frage und auch einmal dem Gedanken, wie viele Menschen sich diese Frage ernsthaft stellen. Ich gehe davon aus, dass die Hörer von OrchidTalk das öfters machen und auch ernsthaft tun, nämlich die Frage: Warum bin ich eigentlich hier? Wozu bin ich auf der Erde? Was ist der Sinn meines Lebens? Wir sollten meinen, dass vielleicht jeder Mensch sich diese Frage stellen sollte, müsste. Ernsthaft. Aber wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, dann geht es wohl in dieser Fun-Gesellschaft meistens nur dann um den Sinn des Lebens, wenn es einem dreckig geht, wenn eine Krisensituation kommt, ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, eine Scheidung, wenn ein Kind stirbt oder ein Partner stirbt oder. Dann durch Leid und Schmerz, dann fangen die Menschen an nachzufragen, wozu bin ich eigentlich hier? Was soll das Ganze? Allerdings beginnt das schon früher, gerade in der Pubertät, in der beginnenden Zeit der Pubertät, da kommen die Jugendlichen schon in dieses tiefe Loch hinein, wo sie sich das erste Mal fragen, wozu bin ich überhaupt hier? Aber das kommt noch aus der Tiefe der Seele und noch nicht aus dem vollen Bewusstsein. Das kommt dann später erst, wenn wir erwachsen sind, dass wir dann ernsthaft darüber nachdenken, weil wir konfrontiert werden durch das Leben. Dann gibt es glückliche Sucher, die nicht durch Leid draufgestoßen werden, sondern weil sie einfach Sucher sind, weil sie wissen wollen, weil sie nach Wahrheit streben. Ganz unabhängig davon, das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Gibt es irgendeine wichtigere? Warum bin ich hier?
Was ist der Sinn meines Lebens? Und da stellt sich ja die Frage, wer kann uns das denn beantworten? Und zwar so beantworten, dass wir sagen, das ist ein verlässliches Wissen, das ist nicht spekuliert, das ist nicht philosophiert, das ist nicht irgendeine Religion, eine von den vielen, eine Philosophie von den vielen, eine der Spekulationen von vielen Spekulationen, sondern eine verlässliche Antwort. Wer also kann uns eine solche Antwort geben? Und da kommen wir, wenn wir an die letzte Sendung denken, zu der Frage zurück, was ist der Sinn meines Lebens? Und wir wissen, wenn wir eine solche Frage stellen, müssen wir zwei Dinge klären. Wir müssen fragen, was verstehen wir denn unter Sinn und sinnvoll? Und was verstehen wir unter Leben? Das ist ja das große Problem in der heutigen Zeit, dass wir Menschen im Grunde genommen nicht wirklich denken. Wir verwenden Worte. Und das sind meistens Schlagworte, Worthülsen. Aber es ist nicht wirklich ein tiefer Sinn, ein Bewusstsein über die Idee dahinter. Denn wenn wir heute einen Biologen fragen, was ist Leben, wird er es uns nicht beantworten können. Bis heute weiß kein Biologe, was Leben ist. Er hat keine saubere, exakte Definition. Fragen wir einen Physiker, was Materie ist, wir werden keine Antwort bekommen, denn er weiß es nicht. Bis heute gibt es keine exakte Definition von Materie in der Physik. Die Quantenphysik hat ja alles durcheinander gebracht. Das heißt, was lernen wir? Wir lernen, dass der Physiker nicht weiß, was Materie ist in ihrem tiefsten Wesen. Der Biologe weiß nicht, was Leben ist. Der Philosoph weiß nicht, was der Sinn ist. Und der Bildungspolitiker weiß nicht, was Bildung ist, denn er weiß nicht, was Menschsein bedeutet. Das heißt, wir verwenden in unserer Alltagssprache Worte, Worthülsen, Schlagworte. Wir erschlagen uns eigentlich permanent mit Worten, mit Worthülsen, mit Schlagworten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und da rate ich einmal, das zu tun, sich zu fragen, was verstehe ich denn hinter diesem Wort, dann werden wir feststellen, dass wenig kommt. Und wenn wir deshalb diese Frage stellen wollen, was ist der Sinn meines Lebens, dann ist es klar, dass wir weder den Physiker fragen können, noch den Biologen, noch den Psychologen, weil der Psychologe weiß nicht einmal, was eine Seele ist, den Philosophen nicht und auch im Grunde genommen keinen Religionsvertreter, denn jeder sagt etwas anderes, behauptet etwas anderes. Wen also können wir fragen? Und da bleibt im Grunde genommen nur eine Kategorie von Menschen übrig, das sind diejenigen, die schon immer seit alten Zeiten als die Eingeweihten bezeichnet wurden. Und da gehörten noch die uralten Philosophen wie Heraklit, auch Platon, Pythagoras dazu. Das waren noch Menschen, die eingeweiht waren in das alte spirituelle Wissen, in die geistige Welt. Früher nannte man sie die Mysterienschüler, diejenigen, die in den Mysterienschulen eingeweiht wurden und in die geistige Welt getreten sind. Von ihnen kommen im Grunde genommen alle spirituellen Erkenntnisse. Und der letzte große Eingeweihte, der wirklich auch aus eigener Kraft so tief in die geistige Welt schauen konnte, wie wahrscheinlich bisher noch kein Mensch, zumindest uns bekannt, war Dr. Rudolf Steiner, ganz eindeutig. Und aus seinen spirituellen, geistigen, seherischen Erkenntnissen ist die neue Geisteswissenschaft entstanden. Die spirituelle Wissenschaft, die Geistwissenschaft, die Einweihungswissenschaft, die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft, wie er sie nannte. Und diese neue Geisteswissenschaft, die kann uns nun hier wirklich eine Antwort geben. Und wenn wir sie studieren, dann stellen wir fest, dass diese Wissenschaft im Einklang ist mit allen Religionen, im Einklang ist mit alten spirituellen Lehren und sogar im Einklang mit der Naturwissenschaft, im Einklang mit dem Buddhismus und im Grunde genommen mit vielen anderen Lehren, im Einklang mit der Psychologie, mit vielen Philosophien. Warum? Weil wir hier das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Menschheit eine echte Wissenschaft vom Geist haben. Das gab es vorher nicht in dieser Form. Das heißt, Rudolf Steiner hat vor 100 Jahren, etwas über 100 Jahren, fast schon 120 Jahre her,
ab dem Jahr 1900 die Wissenschaft von der geistigen Welt begründet. Das ist das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, dass wir hier nicht über eine Philosophie reden, nicht über eine Religion, nicht über eine steinerische Lehre, sondern genauso wie bei der Naturwissenschaft von der Geisteswissenschaft. Das heißt, seit dem 16. Jahrhundert haben wir die Naturwissenschaft und seit dem 20. Jahrhundert haben wir die Geisteswissenschaft. Und beide zusammen ergeben nun das erste Mal eine komplementäre, eine sich ergänzende gesamte Wissenschaft über Materie und Geist. Wir haben durch Rudolf Steiner jetzt wissenschaftlich begründet eine Lehre von der geistigen Welt, in der uns eben erzählt wird über die geistige Welt, über die Wesen, die dort leben und über unsere Bestimmung, welche Rolle wir als Menschen in dieser geistigen Welt spielen. Das ist das fundamental Neue. Neu ist dieses Wissen im Grunde genommen nicht, denn bekannt ist es seit Jahrtausenden. Denn schon vor Rudolf Steiner gab es die Theosophische Gesellschaft von Blavatsky. Dort wurde bereits der sogenannte Weltenplan veröffentlicht. Da wurde bereits darüber gesprochen, über die geistigen Hierarchien und den Weltenplan, der hinter allem steht. Aber ich muss aus meinen 45 Jahren Forschung und Praxis und Lebenserfahrung sagen, die Theosophie hat leider nicht die Aufgabe erfüllen können. Am Anfang war sie relativ sauber und dann wurde sie sehr schnell etwas sehr Verqueres. Sie konnte nie den Anspruch erfüllen einer Geisteswissenschaft. Erst Rudolf Steiner mit seiner Anthroposophie hat eine echte Geisteswissenschaft in die Welt gebracht. Aber nicht nur die Theosophie vorher hat von dem Weltenplan gesprochen und den geistigen Hierarchien, sondern wir haben seit dem 4. Jahrhundert nach Christus, also seit 1600 Jahren, im Christentum, im speziell katholischen Christentum, aber natürlich auch im evangelischen, weil es alles im Neuen Testament drinsteht, das Wissen um die geistigen Hierarchien. Wir haben das Wissen im Christentum. Es steht im Neuen Testament drin. Alle die geistigen Wesen, die über uns stehen, sind im Neuen Testament genannt. Und es war ein Gelehrter, kann man sagen, nein, ein Eingeweihter im 4. Jahrhundert, der Pseudo-Dionysius, so wird er genannt, der damals eine Schrift von der geistigen Welt, von den geistigen Hierarchien, von den neuen Engelchören veröffentlicht hat. Und man findet diese neuen Engelchöre heute in jedem großen katholischen Dom. Man findet sie dort aufgeführt, das heißt, das, was ich hier erzähle, ist nicht von Rudolf Steiner erfunden, sondern er hat es erstmalig wissenschaftlich sauber, exakt erläutert. Das heißt, wovon ich jetzt rede, ist uraltes Wissen, aber von Rudolf Steiner wissenschaftlich neu gebracht. Jeder kann das jetzt studieren, für sich prüfen. Und ich will gleich beginnen, diese neuen Hierarchien aufzuzählen, denn jeder kann sie finden im Internet. Wir könnten jetzt sie griechisch nennen, lateinisch oder deutsch. Und das Beste ist vielleicht, sie griechisch zu bezeichnen und dann hin und wieder einige deutsche Übersetzungen zu geben. Martin Luther musste ja in der Übersetzung des Neuen Testaments diese geistigen Wesen benennen. Und diese Worte sind oder die Begriffe sind zwar ganz gut, aber keiner weiß, was damit gemeint ist. Jeder von uns kennt die geistigen Wesen, die eine Stufe über uns stehen, denn jeder von uns hat einen solchen Begleiter an seiner Seite. Die Angeloi, griechisch, deutsch die Engel. Angeloi, die Boten Gottes, kann man sagen. Was sind die Engel? Die Engel haben höhere Fähigkeiten wie wir Menschen, aber weniger höhere Fähigkeiten als die, die jetzt eine Stufe über ihnen stehen. Und diese Stufierung, diese Hierarchie, besagt nichts anderes, als dass immer höhere Fähigkeiten entwickelt werden. Das ist wie bei uns, bei der Menschheit auch. Wenn wir verschiedene Klassen durchlaufen, Studiengänge durchlaufen oder in einem Unternehmen aufsteigen und immer höhere Funktionen übernehmen, weil wir höhere Fähigkeiten haben, so gilt das für die geistige Welt ganz genauso.
Und so stehen über den Engeln, den Angeloi, die Achangeloi, bei uns die Erzengel. Nicht umsonst hat die katholische Kirche ihre römisch-katholische Hierarchie genau dann auch danach aufgebaut. Den Diakon, den Erzdiakon, den Bischof, den Erzbischof und so weiter. Das heißt, die Erzengel stehen eine Stufe über den Engeln und damit zwei Stufen über uns. Wiederum eine Stufe drüber stehen Wesenheiten, die schon in dem Namen der Erzengel verborgen sind. Die Erzengel heißen nämlich Achangeloi, das heißt übersetzt aus dem Griechischen Boten der Achai oder der Achä. Achä griechisch heißt der Urtyp oder der Archetyp, daher kommt unser Wort Archetyp, kommt von diesen geistigen Wesenheiten. Man nennt sie jetzt eben in der Geisteswissenschaft auch genau deshalb die Geister der Persönlichkeit, weil sie nämlich Archetypen in der geistigen Welt bilden. Das sind diejenigen Wesenheiten, die uns unsere Persönlichkeit helfen zu gewinnen. Also wir sehen schon, in dem Wort Erzengel steht genau drin, was die Erzengel tun. Sie dienen den Achä oder Achai. Und man nennt diese drei Hierarchien zusammen die sogenannte dritte Hierarchie, die unterste Hierarchie. Diese stehen uns am nächsten, aber die Achai sind bereits drei Stufen über uns und deshalb schon sehr, sehr gewaltige Wesen in ihrer Machtfülle. Am nächsten stehen uns die Engel, mit denen wir am ehesten korrespondieren können, uns unterhalten können, mit ihnen in persönliche Beziehung treten können. Über dieser dritten Hierarchie kommt die zweite Hierarchie. Sie besteht wiederum aus drei Klassen von geistigen Wesen, die immer höhere Kräfte haben. Und die vierte Stufe über uns, sie heißen auf Griechisch die Exousiai. Und daher kommt unser, kann man sagen, lateinisches Wort für die regierende Gewalt, die Exekutive. Das heißt, diese Exousiai, sie heißen bei uns in der Geisteswissenschaft die Geister der Form, weil sie nämlich formgebende Kräfte haben. Diese Exousiai sind genau das, was unsere Regierung ist in unseren Ländern. Sie sind die regierende Gewalt in unserem Sonnensystem. Sie sind nichts anderes als die Sonnengötter. Im Neuen Testament als die sieben Geister vor dem Throne Gottes genannt. Und sie regieren über die sieben Planeten, die sieben heiligen Planeten. Also das sind Wesenheiten. Jetzt können wir uns schon vorstellen, welche Machtfülle sie haben. Denn ihre Heimat ist die Sonne. Ihr äußerer Körper ist die Sonne. Wir müssen dazu wissen, dass hinter jedem Planeten geistige Wesenheiten stehen. Genauso wie hinter unserem Körper ein geistiges Wesen verborgen ist, nämlich wir. Viele Menschen hängen immer noch am Materialismus und glauben, sie wären nur der Körper. Das ist der ganz große Irrtum der Menschheit. In den alten vedischen Lehren nennt man das Pragyaparat, der Irrtum des Intellekts, der große Fehler des Intellekts. Zu glauben, ich sei kein geistiges Wesen, das müssen wir überwinden in dieser Zeit und deshalb brauchen wir die Geisteswissenschaft dafür. Also die Exousiai, die Exekutive unseres Sonnensystems. Die Geister der Form sind verantwortlich für unser Sonnensystem und für die gesamte Evolution unseres Sonnensystems. Sie sind verantwortlich für unsere Erde, für unsere Planeten. Und sie sind, und jetzt haltet euch fest, denn das muss man wissen, sie haben den hebräischen Namen Elohim. Und das Alte Testament beginnt genau mit diesen Worten, Bereshit bara Elohim. Am Anfang erschufen die Elohim, Sonne und Erde. Das heißt, im Alten Testament, im Schöpfungsbericht, sind diese Wesenheiten benannt. Es sind genau dieselben Wesenheiten, die heute als Exousiai im Griechischen bezeichnet werden. Das heißt, der Gott des Alten Testamentes, den gibt es nicht. Denn wortwörtlich heißt es im Alten Testament, lasset uns den Menschen schaffen. Dort ist immer von der Mehrzahl die Rede.
immer von der Mehrzahl, niemals von der Einzahl am Anfang. Martin Luther dagegen im Deutschen hat dann übersetzt das in Gott, weil er musste ja einen Monotheismus daraus machen. Deshalb leben wir im Grunde genommen mit der deutschen Übersetzung von Martin Luther in einem riesengroßen Irrtum. Und das ist Originalsprache, Mehrzahl. Er konnte später nichts anderes als die Mehrzahl beibehalten, weil überall die Mehrzahl vorkommt. Und deshalb hätte er immer schreiben müssen, die Elohim schufen den Himmel und Erde und schufen den Menschen. Und er hat sie dann später im Neuen Testament, als dort Exousia vorkam, die Gewalten genannt. Genau das richtige Wort, die, die die Gewalt haben. Also, es gibt zunächst nicht den Gott des Alten Testaments. Und das ist etwas, was wir erstmal zu lernen haben, dass der Gott, der dann später das Volk Israel führt, nicht der Gott ist, den wir im Neuen Testament als den Vater haben, von dem Christus spricht. Denn der Vater, von dem Christus spricht, steht über allen Hierarchien. Das heißt, wir haben im Neuen Testament einen völlig anderen Begriff als im Alten Testament. Später wird der Führer des oder ist der Führer des Volkes Israel sehr gut benannt, nämlich Jehova oder Jahwe oder original hebräisch Jod-He-Wau-He. Und wer ist dieser Jod-He-Wau-He? Es gab ja nur Konsonanten im Hebräischen. Das ist einer dieser sieben, denn es gibt sieben Elohim, sieben Regenten in unserem Sonnensystem. Und er war derjenige, der den Auftrag bekommen hat, das Volk Israel zu führen, um über das Volk Israel später den Messias auf die Erde zu bringen. Nämlich den anderen der sieben, der die anderen sechs stellvertretend repräsentiert, den Christus. Das heißt, Christus und Jehova sind Brüder. Sie sind gleichgestellt auf einer Ebene und trotzdem ist der Christus der Führer der sieben. Das ist das, was wir aus der eingeweihten Wissenschaft wissen. Und das kann jeder für sich nachprüfen. Es ist völlig im Einklang mit dem Alten und mit dem Neuen Testament und der Tradition, der spirituellen Tradition des Christentums. Und im Einklang mit den alten jüdischen, hebräischen, eingeweihten Traditionen der Kabbala und so weiter. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen, dass der alte Schöpfungsbericht beginnt mit diesen Exousiai. Oder Elohim, oder Geister der Form, oder Gewalten. Und sie stehen vier Stufen über uns, und sie regieren das Sonnensystem, und der Christus ist der Führer von ihnen, und er kam vor 2000 Jahren hier herunter auf die Erde, um uns das zu bringen, von dem ich das letzte Mal begonnen habe und heute weitererzählen werde, unsere Freiheit. Denn er hat gesagt, Johannesevangelium, bitte nachlesen, da steht alles drin. Ich schicke euch den Geist der Wahrheit und der wird euch frei machen. Ich schicke euch den Geist der Wahrheit und der wird euch frei machen. Liebe Freunde, das ist Christentum. Nichts anderes. Und was ist der Geist der Wahrheit? Wo streben wir denn nach Wahrheit? Wo suchen wir Wahrheit? Welche Methode haben wir, um Wahrheit zu finden? Es gibt nur eine und er hat sie uns geschickt, so komisch das klingt, die Wissenschaft. Das, was Wissenschaft, das, was Wahrheit schafft. Und der Erste und der Geist der Wahrheit äußerte sich vor 500 Jahren erstmals in der Naturwissenschaft. Und die Naturwissenschaft hat uns frei gemacht von der Religion in Bezug auf die materielle Welt. Und zum zweiten Mal in großem Stil äußert er sich vor 100 Jahren in Rudolf Steiner und in der Begründung der Geisteswissenschaft. Und damit, und das ist die Revolution des 20. Jahrhunderts, die wir in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer mehr begreifen werden, die wir immer mehr als selbstverständlich erkennen werden, hat dazu geführt, dass uns jetzt auch die Freiheit gegeben wurde im geistigen Bereich und damit die Ablösung von allen Religionen. Die Ablösung von allen Religionen im spirituellen, im geistigen Bereich ist vor 100 Jahren durch die geistige Welt erfolgt, durch Christus selber, indem er dieses Wissen auf die Erde geschickt hat.
Das ist eine Tatsache, die man nachprüfen kann, studieren kann und mit Herz und Kopf prüfen kann. Nichts muss hier irgendjemand glauben, denn das ist eine Wissenschaft. Das heißt, die Zeit der üblichen alten Religionen, die Zeit des Glaubens, des blinden Glaubens, ist endgültig vorbei. Sie war vorbei durch die Naturwissenschaft ab dem 16. Jahrhundert und sie ist vorbei seit dem Jahr 1900. Natürlich wird es dauern, einige Jahrhunderte, bis sich das durchgesetzt hat. Das hat auch bei der Naturwissenschaft gedauert. Galilei wurde verfolgt, Giordano Bruno wurde noch verbrannt. Doch dann setzte sich die Naturwissenschaft durch und so wurde auch Rudolf Steiner verfolgt. Sein Goetheanum wurde abgebrannt, er wurde wahrscheinlich vergiftet und so weiter. Er wurde auf allen Ebenen bekämpft und wirklich mit allen bösen Mitteln bekämpft, aber das ist normal. Wir wissen, dass das normal ist, das hat man mit Naturwissenschaftlern auch gemacht. Das heißt, wir wissen jetzt seit 100 Jahren, die Zeit der Religionen ist vorbei. Und jede Art von Religionsauseinandersetzungen heute, jede Art von Religionskriegen, jede Art von Rechthaberei durch irgendeine Religion ist heute nur noch Kindergarten. Ich sage das so direkt, weil ich weiß, dass es so ist. Es ist an der Zeit, dass wir Menschen endlich erwachsen werden und begreifen, dass die Zeit des Glaubens, des blinden Glaubens an eine äußere Autorität vorbei ist. Die Zeit des Glaubens an äußere Autoritäten ist vorbei. Wir haben die Naturwissenschaft, wir brauchen da niemand mehr glauben, außer unserem Geist der Wahrheit in uns. Und wir haben seit 100 Jahren die Geisteswissenschaft und wir brauchen niemand mehr glauben, außer dem Geist der Wahrheit in uns. Wir brauchen auch nicht einen Rudolf Steiner glauben oder einen Buddha oder irgendjemand. Denn Christus hat gesagt, ich schicke euch den Geist der Wahrheit und er ist in uns, in unserem Geist und er wird euch frei machen. Das heißt, es gibt heute keine äußere Instanz mehr, die für uns der Maßstab ist für Wahrheit und Erkenntnis. Es gibt nur noch einen Maßstab, nur noch einen Meister und der ist in uns, unser Ich. Unser Ich bin, Eje, Escher, Eje, heißt es im Alten Testament und im Neuen. Ich bin, der Ich bin, es sagt der Christus selber und er schickt uns dieses Ich bin und ist seitdem in uns. Er hat uns dieses Ich bin gegeben, unser freies Selbstbewusstsein und das war sein Opfergang. Wenn es also eine Instanz gibt noch, die für uns der Guru oder Meister sein kann, dann ist es unser eigenes Ich, in dem die Kraft dieses Christus lebt. Und das hat nichts zu tun mit irgendeiner Konfession, das hat nichts zu tun mit katholisch, evangelisch, orthodox oder irgendeiner äußeren Konfession oder Religion oder Kirche. Das ist wahres Christentum, inneres Christentum und das kann jeder für sich nachprüfen. Und das gilt auch für jeden Muslim und jeden Juden, denn der Muslim trägt den Christus genauso in sich wie der Jude. Er muss nur in sich nachforschen und es gibt viele Muslime und viele Juden, die viel christlicher sind als viele sogenannte Christen. Die Zeit der Religionen ist vorbei. Die Zeit der Religionskriege ist im Grunde genommen vorbei. Wir müssen das nur ernst nehmen, wir müssen nur aufwachen. Und endlich das annehmen, was uns als Geschenk gegeben wurde, nach der Naturwissenschaft jetzt die Geisteswissenschaft. Und das müssen wir wissen, wenn wir das Geheimnis unserer Freiheit und den großen Sinn unseres Lebens erfassen und verstehen wollen. Diese Exousiai, die Sonnengötter, die dieses Sonnensystem regieren, deren äußerer Körper dieser sogenannte Gasplanet ist, stehen 4 Stufen über uns. Das heißt, wir sehen, was für eine Machtfülle das ist. Man nennt sie auch im Griechischen das Pleroma, die Fülle. Da ist im Johannesevangelium die Rede davon. Und die Fülle schenkt uns Gnade um Gnade, heißt es. Was ist diese Gnade? Diese Gnade ist die Freiheit der Selbsterkenntnis. Und das ist nicht die höchste Ebene. Und das, was wir als Gott oder was Christus als Vater bezeichnen, steht noch weit drüber. Denn über diesen Exousiai kommt die nächste Kategorie von Wesenheiten.
die sogenannten Dynamis oder Dynames, die Geister der Bewegung. Und wenn wir heute glauben, dass sich die Erde von alleine dreht durch irgendwelche magischen Naturgesetze, dann ist das ein Irrtum. Es sind gewaltige, machtvolle Wesenheiten, die das bewirken. Nichts im Universum dreht sich alleine. Und irgendwelche abstrakten Naturkräfte und Naturgesetze gibt es nicht. Hinter allen Kräften, und das hat Max Planck, bitte nachschauen, auch bei meinen YouTube-Vorträgen oder bei meinen Vorträgen, die man bei mir erwerben kann. Die Zitate von Max Planck sind so eindeutig. Er sagt, hinter jeder physikalischen Kraft muss eine geistige Wesenheit stehen. Das hat er auch schon erkannt, der Begründer der Quantenphysik. Und so wissen wir, dass hinter der Umdrehung einer Erde und anderen Planeten und der Bewegung von Planeten um die Sonne machtvolle Wesenheiten stehen. Dynamis, die Geister der Bewegung. 5 Stufen über uns. 6 Stufen über uns kommen die Geister der Weisheit. Kyriotetes heißen sie im Griechischen. Und wir sehen schon, jene dieser geistigen Hierarchien hat ihren spirituellen Begriff, ihre ganz spezielle Aufgabe. Geister der Form, Geister der Bewegung, Geister der Persönlichkeit und jetzt Geister der Weisheit. Wo kommt unsere Weisheit her, das Licht der Weisheit aus dem Geist, von den Kyriotetes, den Geistern der Weisheit? Und damit haben wir diese zweite Hierarchie vollendet. Exousiai, Dynames und Kyriotetes. 6 Stufen über uns. Wir können uns vorstellen, welche mächtigen Kräfte diese Wesenheiten haben. Und sie gehen schon über die Sonnensphäre hinaus. Aber nicht genug. Jetzt kommen noch einmal 3 Hierarchien über den Kyriotetes. Und sie stehen im Neuen Testament. In der Weihnachtsmesse in der katholischen Kirche werden diese nächsten Wesenheiten angerufen. Hört euch eine Weihnachtsmesse an und fragt nach, ja, wer sind die denn, diese Dronoi? Die Throne heißen sie, die Geister des Willens, die, die uns den göttlichen Willen in uns geben, mit denen wir durch unsere Willenskraft verbunden sind. Das sind die Throne, 7 Stufen über uns. Sie stehen im Neuen Testament drin, und werden in der katholischen Kirche in Messen angerufen. Hört es euch an und fragt nach und fragt die Priester, was sie damit meinen und wer diese Wesenheiten sind. Hier habt ihr das Wissen. Es ist seit 1600 Jahren in der katholischen Kirche bekannt, aber wir haben es nie gelernt im Religionsunterricht. Man weiß es aber in der katholischen Kirche. Über den Dronoi kommen die berühmten, jeder kennt sie, Cherubim. Der Cherub, die Cherubim. Es sind die Geister der Harmonien und da geht es schon darum, dass diejenigen Wesenheiten es sind, die sich um harmonische Entwicklung in unserem Sonnensystem kümmern und auch um harmonische Entwicklung der Menschheit. 8 Stufen über uns. Und 9 Stufen über uns, für uns die oberste bekannteste Ebene der Hierarchien sind die allbekannten Seraphim, die Geister der Liebe. Sie nennt man die eigentlichen Geister der Liebe, die unmittelbar Gott schauen, der über ihnen steht, die göttliche Trinität oder die Gottheit oder Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Dreifaltigkeit, die Dreieinigkeit. Das ist die Ebene von Gott aus Sicht der Geisteswissenschaft. Und deshalb sind wir in der Geisteswissenschaft sehr, sehr bescheiden, wenn wir das Wort Gott in den Mund nehmen. Denn wir wissen, dass Gott weit über 9 Hierarchien steht, die über uns stehen. Gewaltige, gewaltige Wesenheiten. Und so können wir uns vorstellen, was der Begriff Gott, der Name Gott im Endeffekt bedeutet. Und viele Menschen, die glauben, dass sie Gotteserfahrung haben, haben vielleicht einmal ihren Engel erlebt, aber nicht mehr. Aber schon einen Engel zu erleben oder eine göttliche Führung durch den Engel oder Erzengel zu erleben, ist ein göttliches Ereignis, aber das heißt noch nicht, dass man Gott erlebt hat oder mit ihm direkt gesprochen hat. Für viele Menschen ist schon ihr Engel der Gott.
Und da sind wir in der Geisteswissenschaft sehr, sehr bescheiden und demütig und sagen, es ist ein weiter, weiter, weiter Weg bis zu Gott. Und trotzdem wissen wir, dass er unmittelbar in unserem Ich lebt. Denn unmittelbar in unserem Ich lebt auch der Christus mit seiner Kraft. Bitte nicht kirchlich, sondern einfach als Kraft der Liebe, der Freiheit und der Wahrheit. Und Christus selber hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Das heißt, wenn wir es schaffen, mit unserem Ich, mit unserem wahren, großen, wahren Ich in Verbindung zu treten, aus ihm zu handeln, dann sind wir in Kontakt mit Christus und Gott. Das sind die neuen Hierarchien über uns und über den neuen Thronen Vater, Sohn und Heiliger Geist als die große Dreifaltigkeit. Das heißt, wir haben neun Hierarchien und hinter diesen Hierarchien und der Entstehung unseres Sonnensystems, am Anfang schufen sie Himmel und Erde oder Sonne und Erde, am Anfang steht ein Plan dahinter. Es geht um einen Plan, den sogenannten Weltenplan. Und in diesen Weltenplan sind wir Menschen eingebunden. Und diesen Weltenplan kann man studieren. Da gibt es genug Angebote von mir, aber ihr könnt die Bücher von Steiner direkt lesen. Fangt an, euch damit auseinanderzusetzen, wenn es euch mehr interessiert. Dieser Weltenplan ist ein Plan für die geistige Evolution des gesamten Universums und speziell einmal für unser Sonnensystem. Und dieser Plan umfasst die spirituelle Entwicklung aller dieser Wesenheiten. Denn auch diese Wesenheiten entwickeln sich weiter. Aus einem Engel wird einmal ein Erzengel, aus einem Erzengel wird ein Achai und so weiter. Das kannst du vielleicht schon, wenn ihr in euer Herz hineinfühlt und mit eurem ganz offenen, gesunden Menschenverstand lauscht, sofort spüren, dass das die Wahrheit ist. Wenn nicht, prüft es nach und schaut, ob ihr korrekt denkt, wo eventuell Fragen sind, auch gerne jederzeit mit mir in Kontakt treten. Dieser Weltenplan existiert und in diesem Weltenplan spielen wir eine ganz besondere Rolle. Denn wir haben in diesem Weltenplan aus der geistigen Welt auch einen Namen bekommen. Einen Namen von geistigen Wesenheiten in dieser Hierarchie, den es bisher nicht gab. Keiner der neuen Hierarchien heißt so, wie wir heißen, und hat dieses Gnadengeschenk und gleichzeitig diese große Aufgabe und diesen großen Sinn unseres Lebens und den wahren Sinn unseres Lebens und den göttlichen Sinn unseres Lebens, der, wenn man ihn einmal begriffen hat, mit unglaublicher Freude erfüllt, mit Dankbarkeit, Demut, Ehrfurcht, und gleichzeitig Verantwortungsgefühl, denn dieses Geschenk ist auch eine Last, denn es ist unsere Freiheit. Sie nennen uns drüben die Geister der Freiheit. Man nennt uns Menschen drüben die Geister der Freiheit. Wir sind als 10. Hierarchie auserkoren, Geister der Freiheit zu werden. Unsere Freiheit ist keine philosophische Einrichtung. Unsere Freiheit ist keine politische Einrichtung. Es geht um nichts Politisches. Doch, es geht um Kosmopolitisches, um Weltenpolitisches. Denn unsere Rolle als Geister der Freiheit ist eine Rolle als Weltenbürger. Nicht nur als Weltbürger auf dieser Erde, sondern als Weltenbürger, liebe Freunde, wir sind Weltenbürger. Wir sind Teil verschiedener Welten, neun Welten und noch viel mehr Welten. Und es gibt eine Weltenregierung, wie wir gehört haben. Und diese Weltenregierung hat uns auserkoren. Lasset uns einen Menschen schaffen, der frei ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, beginnt ihr zu verstehen, was das bedeuten kann? Dass alle diese Wesenheiten, die vor uns da gewesen sind, in diesen neuen gewaltigen Hierarchien, noch nicht
diese Freiheit haben, die uns als Aufgabe übertragen wurde. Und deshalb beutelt es uns so. Deshalb sind wir in diese Kämpfe auf der Erde verwickelt. Deshalb streiten wir so. Wir müssen uns unsere Freiheit erobern. Wir müssen mit Unfreiheit konfrontiert werden. Geister der Unfreiheit sind geschickt worden, die sogenannten Bösen. Die sogenannten Bösen, die ja nur das Gute letztendlich schaffen, wie Goethe so schön gesagt hat. Sie sind geschickt worden, um uns herauszufordern, unsere Freiheit zu erobern. Wir würden das nicht tun, wenn wir nur in einer Fangesellschaft leben würden. Diese Fangesellschaft kann nicht funktionieren. Deshalb haben wir diese Krisen und Kriege, damit wir aufwachen. Damit wir aufwachen und endlich Geister der Freiheit werden. Dass wir endlich unsere göttliche Gnade, unser Geschenk und unseren Auftrag annehmen. Begreifen, wer wir sind, dass wir eine Rolle zu spielen haben in dieser Welten, in dieser Weltenwesenheit, in diesen verschiedenen Welten. Wir sind Weltenbürger, das ist meine Botschaft für heute. Und ich habe euch versprochen, dass ich das tiefste Geheimnis der Menschheit enthüllen möchte, weil es für mich das tiefste ist. Und nicht ich habe es entdeckt, sondern Rudolf Steiner hat es uns enthüllt. Wir sind die 10. Hierarchie. Wir sind die Geister der Freiheit. Und als solche haben wir eine enorme, gewaltige Verantwortung und Aufgabe, nämlich erstmals in der Geschichte dieses Weltenplans und aller dieser geistigen Hierarchien, Wesen zu werden, die aus sich die völlige und absolute Freiheit haben. Gott, die heilige Trinität, hat den Auftrag herausgegeben, uns zu schaffen. Das ist sein Wunsch und sein Wille. Und die geistige Hierarchie mit ihren 9 Stufen tut alles dafür, dass jeder für uns das erreichen kann. Das, liebe Freunde, ist der tiefe Sinn unseres Lebens. Das ist unsere göttliche Bestimmung. Es gibt nichts Höheres in diesem Kosmos als die Freiheit von uns Menschen. Und deshalb, das könnt ihr schon verstehen, entbrennt und entbrannte auf dieser Erde seit Jahrtausenden ein Kampf um unsere Freiheit. Und er wird heute umso heftiger geführt denn je. Denn wir stehen heute in einem Zeitalter, nämlich genau dem Zeitalter der Freiheit, dem Fischezeitalter, wo es darum geht, dass jeder Mensch sich entscheiden muss. Es ist die Zeit der Entscheidung, frei zu werden oder nicht. Folge ich den Geistern der Freiheit oder folge ich den Geistern der Unfreiheit? Folge ich den Geistern der Freiheit oder denen der Macht? Folge ich dem Christus oder den Widersachern? Das ist deine persönliche Entscheidung. Das ist eure Entscheidung, meine Entscheidung. Das ist die Entscheidung eines jeden Menschen auf dieser Erde. Darin liegt die Bestimmung eines jeden Menschen und es wird um jede einzelne Seele gekämpft mit allen Mitteln. Und deshalb haben wir diese großen Verschwörungen auf der Erde, deshalb haben wir diese Lüge auf der Erde, deshalb haben wir diese Kriege und die Manipulation und die Fake News. Das alles ist dazu da, um uns wach zu rütteln. Und es liegt an jedem Einzelnen und an uns, jedem Einzelnen zu sagen, worum es geht. Es geht um nichts anderes, nur um das. Vergesst alle politischen Diskussionen an der Oberfläche, alle. Sie bringen überhaupt nichts. Denn im Hintergrund geht es nur um eines, um deine individuelle Freiheit. Es geht um jedes einzelne Individuum, jeden einzelnen Menschen. Um jeden einzelnen Menschen wird gekämpft. Und die geistige Hierarchie kämpft für uns, aber ohne Zwang. Sie lässt uns frei in aller Liebe. Und die Widersachermächte möchten uns manipulieren, betrügen und uns weiterführen. Hört auf, irgendeiner äußeren oder inneren Führung zu folgen, außer eurem eigenen Ich. Es gibt viele Geister der Täuschung, der Illusion, des Betrugs in uns selbst. Diese haben wir zu lernen, zu entdecken. Das ist die Schulung der Geisteswissenschaft. Erst wenn wir die erkannt haben und überwunden haben, diese Dämonen, diese Freunde in uns, liebe deine Feinde, hat Christus gesagt, dann werden wir frei. Das ist unser Kampf, den muss jeder für sich selber ausfechten, aber er hat die gesamte geistige Hierarchie im Hintergrund und als Unterstützer, Begleiter, Freunde, Ratgeber und auf der anderen Seite alle Widersacherkräfte, alle satanischen, dämonischen, wie immer wir die nennen wollen.
die uns herausfordern und die uns gerne in ihrer Machtsphäre behalten wollen. Das ist die Botschaft für heute und das ist die wichtigste Botschaft, die ich im Grunde genommen eigentlich noch zu geben habe und geben möchte, weil sie ist die wichtigste, alles andere kommt danach. Denn nur darum geht es und in dieser Form mache ich das heute zum ersten Mal und ich freue mich, dass es möglich gewesen ist, an diesem Tag heute das zu bringen und ich freue mich auf eine fruchtbare Diskussion darüber. Denn bedenken wir auch, wir haben heute den 15. September und 9/11 ist 4 Tage her. Der größte Angriff auf die Menschheit und die größte Manipulation, die wir erlebt haben in den letzten Jahrtausenden, um die Menschheit in die Unfreiheit zu treiben und zu versklaven. Also bedenken wir, dass uns dieses 9/11 herausfordert, uns zu widersetzen, indem wir selber in uns die Freiheit schaffen. Nur du kannst es alleine. Es gibt alle Unterstützung dazu, aber tun musst du es selbst, müssen wir es selbst, muss ich es selbst. Und damit freue ich mich auf eine fruchtbare Diskussion. Danke. Ja, wir waren, glaube ich, alle ganz ehrfürchtig im Zuhören, weil das so was von gewaltig ist, was du uns da heute gesagt hast. Vielleicht geben wir den Menschen, bevor wir in die Diskussion gehen, ein wenig Zeit, das zu überdenken, was wir jetzt gehört haben, mit ein bisschen einer Musikpause. Welches Stück würdest du dafür als günstig? Amazing Grace.